Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und wir machen weiter den Trainer-Modus. Modus, laden. So, und wir haben jetzt so einige neue Spieler und als erstes geht's gegen West Brom. Zu Hause, ich glaube West Brom haben wir letztes Mal aus dem Weg geschossen. Resultate, dann gehen wir mal wieder hoch. Das war der zweite Spieltag. Danke. Nee, ist nicht der zweite Spieltag. Wir haben am zweiten Spieltag gegen Arsenal gespielt. Ha? So viel dazu zu dem. Doch, wir haben sie aus dem Stadion gefegt. 7-0 müsste also dementsprechend jetzt wieder funktionieren. Wir haben einen großen Abgang mit Balotelli, der ja, ja, von euch entschieden wurde, dass der gehen muss. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall hier ein bisschen umstellen. Nämlich, wir stellen in den Sturm den neuen gekauften Ibrahimovic. Den stellen wir dann direkt in die Mitte, würde ich sagen. Obwohl, nee, wir stellen doch um. Einmal nochmal umstellen, nämlich in die Aufstellung, mit dem wir im letzten Let's Play für einige noch unbekannt. Könnt ihr euch gerne reingucken, das, was wir mit Schalke gemacht haben. Da haben wir mit dieser Taktik oftmals gespielt. Ein bisschen abgeänderte Taktik, klar, aber mit zwei Stürmern. Dieses Mal Čeko und Ibrahimovic, der sein erstes Spiel spielt. Und Negredo als defensiven Stürmer oder als offensiven Mittelfeldspieler kann man so oder so sehen. Links haben wir mal, ja genau, links David Silva, rechts Nasri und hinten Yaya Touré. Wir machen mal Barry rein. Yaya Touré hat zwei Tore jetzt gemacht in drei Spielen, aber das ist eine andere Sache. Wen haben wir denn jetzt hier noch? Wollten wir hier Jan Stasic reintun, Kompanie. Dann wollten wir Richards nach rechts und links Eskert. Oder Kalikov. Nee, Eskert darf nicht spielen. Götze. Ja, okay. Barry. Nasri. Obwohl Nasri hat nur die zwei Tore gemacht, und als er hier vorne im Sturm war, ne? Götze hat noch gar kein Tor gemacht. Der sogar war einmal verletzt und einmal gelbe Karte. Nun gut. Wurst. Machen wir das halt so. Wir wechseln die stetig aus und jetzt habe ich vergessen, noch was dazu hinzuzufügen, nämlich Spielerrollen, Kapitän Ibrahimovic, Elfmeterschütze Čeko, Freistoßschütze, können wir auch Čeko nehmen oder Ibrahimovic. Ballkontrolle, ja, Ibrahimovic ist besser und dann machen wir das so mal mit Richards links, Kalikov rechts. Ist nur ein Versuch. Training. Was haben wir denn da für Trainings? Wir haben Passen. Mal gucken, wer da so schlecht ist. Richards müsste mehr Passen lernen. Dann haben wir Nastasic, der müsste mehr Passen lernen. Touré haben wir auch noch. Und Flashman. So, dann haben wir Tempo. Müssen ja auch die Leute alle auch ein bisschen schneller machen. Wen haben wir denn da? Schwächeres. Ibrahimovic hat ein hohes Tempo. Barry hat ein niedriges Tempo. Lassen wir das auch mal Zweikampfverhalten. Da brauchen wir ja gute Verteidiger. Eskert lernt das mal ein bisschen an. Sinclair muss das auch anlernen. Und machen wir mal mit Negredo auch noch Zweikampf. Obwohl er das relativ gar nicht braucht im Sturm, aber Wurst. Los geht's mit dem Spiel gegen Man City und Red Brom. Mit dem Spiel, ja, nicht gegen Man City. Das wäre ja was. Wir würden gegen unseren eigenen Verein spielen. Das wäre ja was. So, West Brom in Rot gegen unsere Mannschaft in Blau. Ja. Odemwingie. Im Sturm.
um Thor, der Forster. Ich glaube, der heißt Ben Forster. Oder? Keine Ahnung. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, wie er heißt. Forster. Forster, sag ich schon. Forster. Ja, unser Team, relativ schwach aufgestellt, wenn man das vergleicht mit den anderen Malen. Aber wir haben einen Ibrahimovic. Gucken wir mal, wie er rockt. Los geht's mit dem Spiel zwischen Man City und West Brom. Mal schauen, wie sich der Neue macht. Los geht's. Gerda. Morrison. Ibrahimovic. Dzeko. Dzeko. Und Dzeko 1-0. Geht das wieder los wie in der Hinrunde? Man weiß es nicht. Schauen wir uns das Tor nochmal an. Dzeko läuft. Der Torhüter will den Stürmer verunsichern. Macht's, indem er da stoppt, überhaupt nicht. Läuft erst raus, völlig richtig. Bleibt dann stehen. Genau auf der Fünferlinie. Und dann läuft er wieder raus, was völliger Unsinn ist. 1-0. Morrison. So, nächster Sturmangriff. Und Ibrahimovic, erster Treffer für den Schweden. Die Nummer 2 trägt er. Schauen wir uns das an. Dzeko direkt zu Ibrahimovic. Ja, das hätte er auch anders machen können. Er hätte sogar ins Tor laufen können. Aber was soll's. 2-0, 16. Minute. Es scheint alles so wieder zu gehen wie in der Hinrunde. Thomas. Nochmal Thomas. So, jetzt der Versuch. Für Odin Nekbu. Wenn er so heißt. Gar nicht drauf geachtet. Ui! Ibrahimovic. Mit dem fast den 3-0. Nastasic. Negredo. Ibrahimovic. Und das 3-0. Da kann er sich feiern lassen, klar. Negredo vor Ibrahimovic. Dementsprechend super Vorlage. Das kann man auch gut und gerne angucken. 13:0, 58. 38. Warum 58? Nun, ich glaube, der Trainer hat sowas erwähnt von Wechseln. Götze. Dzeko. 2 Minuten Nachspielzeit. Ibrahimovic. Und Foster hält. Eckball. Richards. Das ist für ihn relativ neu. Und Negredo. Gut geköpft. Aber nicht gut ausgeführt. Und das kann man Versuch nennen? Ich würde sagen, das wäre ein Befreiungsschlag, kein Versuch.
Dementsprechend ist der Endstand zur Halbzeit 3:0. Der Endstand dieser Partie, wie wird er wohl sein? Auch 3:0? Die zweite Halbzeit. Macht Man City genau dasselbe wie in der ersten Halbzeit. Nämlich offensiv spielen. Nämlich hier richtig powern, richtig pushen. Ibrahimovic. So, jetzt machen wir den Wechsel. Nämlich mit Götze. Götze ist relativ... Obwohl, nee, Götze ist aufgefallen. David Silva nicht. David Silva nicht und dafür tun wir Nasri rein. Und gucken wir mal weiter. Dzeko. Dzeko, 3:0. 4:0. 3:0 hat er ja schon, ist ja schon längst getan worden. 4:0. Edin Dzeko. So, Silva raus, Nasri rein, doch früher als erwartet, der Wechsel. Nämlich in der 50. Minute. Nicht wie besagt in der 58. So, dann der Wechsel von den anderen. Mulumbu raus, Jacob rein. Ibrahimovic und drüber. Sein erstes Spiel, vielleicht noch ein bisschen Nervosität noch dabei. El Gharezani. Thomas und drin ist er. Drin ist er. Odem Windli. Windle. Da trifft er doch noch. Und West Brom schafft ihn. Schafft das 4:1, damit den 3-Tore-Vorsprung wieder. Zumindest für Man City. Negredo. Ibrahimovic. Götze. Rein in den 16er. Und Foster hält. Kolakov. Doch. Dzeko. Negredo. Ah, gute Chance, aber doch vorbei. Jetzt vielleicht der Konter wieder von West Brom über Jacob. Hoch rein das Ding und hart hält. Er kriegt ihn. Seit dem Wechsel funktioniert hier gar nichts mehr. Was auch immer da für ein Wechsel gemacht wurde. Vielleicht nur so ein Taktikwechsel, dass auch gesagt wurde, 4:0 reicht völlig. Warum sollten wir jetzt irgendwie was machen? Und jetzt könnte man sich das zweite Ding noch einfangen. Ibrahimovic. Dzeko. Na, gestoppt. Und das war's. 4:1 gewinnt Man City gegen West Brom. Ja. So ist das. So ist das, so ist das. Das erste Spiel für Ibrahimovic. Und, ja. So, 4-1 Sieg
ein bisschen Geld eingefahren. Und wie man sehen kann, sehen wir, dass nicht alle Spiele gewesen sind. Woran das liegen mag, ich glaube, es liegt daran, dass das Pokal ist. Kann sein, kann nicht sein. Auf jeden Fall Manchester City gegen West Brom 4-1, Everton gegen Spoke City 0-0, Tottenham Hotspur gegen Newcastle 1-0 und Manchester United gegen Chelsea 1-0. So, wir spielen als nächstes, oh doch, gegen Arsenal, also ich kann es nicht euch sagen, woran es liegt, dass nur so wenig Spiele zu sehen sind. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt, wenn ihr auch mit den Fehlern leben könnt und alles drum und dran. Wenn nicht, dann halt nicht. Schaut euch andere an. Ich zwinge euch zu nichts. Bis dann und tschüss.